Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und jetzt willkommen zurück zu Let's Go Super Mario World. Meine Damen und Herren, mit Spukschlössern in kalten, nassen Höhlen. Sicher, warum würde man hier kein Haus bauen? Also das wäre ja quasi verrückt, das nicht zu tun. Weil wer würde, also ich meine, wenn man mir die Möglichkeit geben würde, in irgendeiner kalten, nassen Tropfsteinhöhle mein Haus zu bauen und da dann auch noch ein Spukschloss, draus zu machen. Count me in, Alter. Selbstredend. Also, muss so. Das ist übrigens ein Level, das ist das erste Mal, dass dieser Big Boo hier auftaucht. Der ist ziemlich cool. Und zweitens ist das ein Level, ich glaube, dass ich als Kind sehr, sehr wenig gemocht habe. Weil, hier kommen gleich, wenn mich nicht alles täuscht, wunderschöne kleine, damit meine ich ziemlich große, verdammte Gegner oder die es noch werden wollen. In Form von, und zwar, ich glaube jetzt, in Form von riesengroßen grünen Blasen. Die Dinger habe ich als Kind dermaßen gehasst. Wobei das eigentlich gar nicht, keine Ahnung, so als Erwachsener, eigentlich gar nicht so schwer sein sollte, sagt er und flog in das Loch. Das ist das Problem, das mir ja aufgelegt wurde, ich dürfte nichts überfliegen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich fliege, breche ich das ab und dann lande ich in solchen Löchern. Ich glaube, das wird mir in Zukunft einfach relativ egal sein. Ich werde es jetzt einfach mal so machen, wie gerade sich das richtig anfühlt. Weil ich kann jetzt nicht einfach jedes Mal, wenn ich renne, meinen Flug abbrechen. Das geht gar nicht. Nein, wir werden das nicht tun. Wir sind keine professionellen Speedrunner, die sich irgendwelche Sachen auferlegen, Alter. Was natürlich nicht heißt, dass ich irgendwelche Level überfliegen werde. Das wäre ja vollkommen bescheuert, weil, da macht man natürlich, habe ich mir sagen lassen, sowieso nur, also ich sag mal, ich habe mir sagen lassen, die Tatsache, dass ich in Super Mario Bros. 3 beispielsweise Level überflogen habe, deutet darauf hin, dass ich das Spiel eigentlich gar nicht mag. Weil, keine Ahnung, man überfliegt dann ja keine Sachen. Man spielt das durch, und zwar bis es wehtut. Und wenn es nicht wehtut, dann mag man das Spiel nicht. So, das habe ich mir mitgeteilt. Das sind die Sachen, die ich gelernt habe. Und dann wollen wir das natürlich eigentlich auch so handhaben, aber nicht in dem Fall. Nein, das ist einfach schwierig, jeden Flug irgendwie abzubrechen. Ich meine, ich würde jetzt nie im Leben hier das komplette Level oder so überfliegen. Gib mir das bitte zurück. Danke, das komplette Level irgendwie hier so überfliegen. Aber ich meine, wenn ich gerade mitten im Flug bin, werde ich mit Sicherheit nicht abbrechen, Alter. Das ist mir alles zu schwer. Da bin ich zu alt und habe ich mir auch sagen lassen, zu senil für. Das hätte ich wahrscheinlich gerne. Das hätte ich sehr wahrscheinlich gerne. Hier ist bestimmt gar nichts versteckt. Hier ist mit Sicherheit nichts versteckt. So wie zum Beispiel das hier. Hurra, Gott sei Dank. Ein wunderschöner Ausgang mit 26 Punkten, womit wir bei 30 angekommen sind. Hurra für 30, sagt der 31-Jährige. Aber das macht gar nichts. Wir sind alt. Wir alle zusammen sind alt, weil da muss man zusammenhalten und so zusammenhalten und so, verstehst du? Ich weiß gar nicht, ob dieses Spukhaus auch einen zweiten Ausgang hat. Ich glaube nicht. Also ich wüsste zumindest jetzt per World Map quasi überhaupt nicht, wo das Ding hin sollte. Die freundlichen Herrschaften da, die sehen sehr, sehr lustig aus, sind aber ziemlich gefährlich, weil Lavadrachen, die aus Lava aufsteigen, während ich mit meinem Totenkopfboot darüber fahre. Also im Grunde genommen das Übliche, was man halt so, was man so täglich macht in seinem Leben, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt und so, und dann fährt man auf Flößen. Auf Flößen aus Totenköpfen, wovon der Letzte immer zuckt. Es hat mich immer interessiert, warum der Letzte davon immer so zuckt. Ich glaube, man kann da auch nicht normal draufstehen irgendwie. Da rutscht man irgendwie so komisch runter oder so, keine Ahnung. Das hat mich immer interessiert, warum das so ist. Das hat bestimmt irgendeinen technischen Grund oder so. Oder es soll einfach nur schick sein. Oder es ist der Motor von diesem wunderschönen Teil. Und mit diesem Motor von diesem wunderschönen Teil, keine Ahnung, ist quasi der Antrieb. Wobei hier dann der Antrieb offensichtlich, also hier ist dann nicht komplett Heckantrieb, weil weiter vorne. Ja dann, Heckantrieb, also, gibt's überhaupt noch? Gibt's noch viele Autos, die den Motor hinten haben? Ich meine, der Smart Roadster hatte, glaube ich, hinten. Woher ich das wohl weiß? Ja, ich besitze keinen Smart Roadster. Für die Leute, die das überrascht. Meine Mutter wollte mir im Grunde, oder will mir wahrscheinlich immer noch, auf Teufel komm raus, seit ungefähr 36 Jahren, von den 31, die ich lebe, einen Smart Roadster andrehen. Und von den 5, die dieses Auto wahrscheinlich überhaupt existiert. Aber das macht gar nichts. Einen Smart Roadster andrehen, weil der ist ja toll und klein und so. Also, das ich wahrscheinlich... Dass ich wahrscheinlich mehr wiege als das Auto alleine, aber ist egal, das kann man vernachlässigen quasi. Das ist auch so eine Stelle, die ich sehr, sehr gerne mag. Gib mir doch mal bitte meinen Checkpoint einfach, das ist sehr, sehr nett. Und den Typ da oben hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Das ist natürlich dann die Frage, man kann diese, ich dachte immer, man konnte diese Dinger auch irgendwie als Sprungbrett nutzen, aber scheinbar nicht. Von mir aus, der macht deine Scheiße doch alleine hier, ohne Sprungbrettdinger, oder sind das andere, sind das blaue Dinger? Ich keine Ahnung, ich dachte immer, es gibt auch so dreieckige Winkelteile da, die im Grunde genommen, die im Grunde genommen auch als Sprungbrett so ein bisschen genutzt werden können. Aber vielleicht täusche ich mich auch komplett. Oder ich bin mal wieder im komplett falschen Spiel. Das ist natürlich auch vollkommen möglich. Das ist immer möglich. Das ist bei mir immer eine Option. Wie zum Beispiel diese eine Stelle in Super Mario Bros. 3, als ich felsenfest davon überzeugt war, dass der irgendein P-Switch dafür sorgt, dass die Lakitu
also die Typen, die der Lakitu schmeißt, sich in Münzen verwandeln, wobei das eigentlich dieses Spiel hier ist. Aber das macht gar nichts. Das nehme ich dann gerne so zur Kenntnis und so und weise mal wieder auf mein Alter hin. Mich würde mal interessieren. Ich meine, soweit ich weiß, ist Gronkh ja noch ein kleines bisschen älter als ich. Ob der auch die ganze Zeit über sein Alter redet. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich interessiert er doch keine Sau, aber. Mal gucken, wie lange wir diesen Running-Gag noch am Laufen halten können. Wahrscheinlich immer. Fast so lange wie der mit dem Postfach, wobei da langsam aber sicher sich wirklich was tut. Also nicht, es ist gut möglich, dass wir demnächst wirklich ein Postfach haben. Was wäre dann? Ich erwarte dann täglich vielleicht, ja, sagen wir mal monatlich, irgendwie einen Brief oder so. Von ihr, so einen kleinen Brief. Und dann drin steht Hallo und dann freue ich mich. Das wäre ein Traum, aber mal gucken. Vanilla Dome 4, sagst du, ja. Warum das Ding irgendwas mit Vanille zu tun? Sehr, sehr schöne Hintergrundfarbe, oder? Warum das Ding irgendwas mit Vanille zu tun haben soll, weiß vermutlich nur Nintendo. Wobei das wahrscheinlich wieder. Ist das ein Thema dieses Spiels, dass die Level alle nach. Nö. Das erste, ich glaube, die erste Welt heißt, glaube ich. Heißt die Yoshi's Island? Keine Ahnung. Irgendwie, also. Oder sind die alle nach Essen oder Süßigkeiten benannt? Nein. Habe ich noch nie drauf geachtet. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie die ganzen Welten heißen. Mal wieder all den ganzen Jahren, weil wir sind ja alt, wie wir vorhin schon gelernt haben. Nach all den ganzen Jahren habe ich immer noch keine Ahnung, wie die Welten in diesem Spiel heißen. Danke für diesen wunderschönen hohen Checkpoint. Fürchterlich entgegenkommt von Mr. Spielinken, aber das ist auch das, was ich erwarte. Das ist nur das und genau das, was ich erwarte. Was geht hier so? Ich wollte das eigentlich nicht haben, aber danke der Nachfrage. Du siehst hier einfach 6 Bullet Bills oder sonst Bullet Bobs auf einmal losschießen. Wir sind das? Ja, sagen wir mal 5. Entschuldigung. Ich habe nicht. Der ist. Schön, dass ich jetzt, bevor er mich getroffen hat, habe ich dann doch noch scheinbar einen Feuerball abgeschossen. Alles Absicht, man muss ja auch manchmal für Spannung sorgen. Ein Feuerball abgeschossen und den damit getötet. Und dann waren wir beide tot. Also wir sind quasi, im Grunde genommen waren die Schildkröte und ich, wir waren quasi Krutzi und Bonnie und Krutz, also quasi Kröti und Krutz, nein, das klingt wieder nach so einer Sat.1-Serie. Wir lassen Kröti und Krutz, wird nicht anlaufen, nein. Ich habe mit Köttel und Krutz noch genug zu tun in der Pre-Production, Alter. Like, comment und subscribe für die Leute, die wissen, wo das herkam. Köttel und Krutz. Gott, das ist lange her. Wahrscheinlich. Warte mal, ich warte die ganze Zeit darauf, dass der mir hier die Sachen kaputt macht, aber ich kann ja eigentlich. Nee, ich warte lieber. Bevor ich jetzt hier Spinjumpe und der da und ich dann unten drunter auch noch unten dann auch noch durchsegel, machen wir lieber so. Wir haben ja Zeit und Geduld und so, weißt du, diesen ganzen guten Kram, den ich definitiv nicht besitze, aber ist egal. Wir machen das so. Das ist irgendwie so eine Stelle. Danke, dass du den nicht umgebracht hast. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich überspringe jetzt hier irgendwie einen Teil oder so, aber ich bin so selten in diese Tür reingegangen. Oder ist hier nur ein Checkpoint? Ich hab keine Ahnung, ob ich damit jetzt wird überspringen oder nicht. Ich bin so selten in diese Tür reingegangen, dass mich jetzt dermaßen gereizt hat, dass ich es machen musste, während diese Dinger in der Lava verschwinden. Sehr, sehr schön. Mich würde mal interessieren, also wahrscheinlich Bowser, aber wer diese Sachen immer so gebaut hat. Es muss fürchterlich anstrengend sein. Keine Ahnung, wenn ich jetzt nach Hause komme oder so und dann einfach nur auf mein Sofa möchte und ein bisschen meine Füße hochlegen möchte oder so nach Feierabend, weißt du, dann durch diesen ganzen Scheiß hier jedes Mal durchgehen zu müssen. Also, da kann man dann auch irgendwo nachvollziehen, dass die Koopalinge so ein bisschen, so langsam aber sicher so ein kleines bisschen frustriert sind oder so ein bisschen böse. Weil, keine Ahnung, wenn das mein Feierabend wäre, heilige Scheiße. Nee, danke. Das wäre nicht sehr schön. Das wäre natürlich auch alles gekonnt. Ich wollte einfach nur die Feder da oben loswerden, weil die natürlich sonst Teile des Bildschirms bedeckt. Klar. Dafür nehme ich das Ding. Das ist natürlich deutlich weniger Teile des Bildschirms bedeckt, wie wir sehen, offensichtlich. Also ich meine, klar, wir sind ja Profi. Ich weiß schon, was ich tue. Keine Sorge, Alter. Ach ja, die armen Cooperlinge. Das sind die Geschichten. Das sind die Geschichten, die wir erzählen müssen. Das sind die Geschichten, die erzählt werden wollen. Das sind die Geschichten, die das Leben erzählen möchte. Die Cooperlinges, die Linges. Satz beendet. Frühzeitig, quasi. Down, down in an earlier round. Ein Traum. Beinahe so traumhaft wie, ich möchte auch gerne so eine Knochenschildkröte haben irgendwie. Die wären bestimmt cool. Da wärst du bestimmt der Meister in der Schule mit gewesen oder so. Wenn du sagst, pass mal auf, heute ist der Ich-zeige-mein-Haustier-Tag, der komischerweise nur in den USA existiert. Oder wärst du angekommen mit deiner Knochenschildkröte, Alter. Was meinst du, was die geguckt denn? Die Tante schon wieder. Ist das jetzt Wendy? Das ist definitiv nicht Wendy, aber trotzdem nicht sonderlich freundlich. Aber dafür Ding. Aber ich glaube, Wendy hatte quasi den gleichen Bosskampf, nur ein kleines bisschen schwerer und sehr wahrscheinlich, so wie ich Wendy kenne, mit irgendwie einem komischen Kringel anstatt mit einem Feuerding. Wobei das Feuerding ja nüchtern betrachtet eigentlich Dein Gesicht sah jetzt sehr einschüchternd aus, mein Freund. Also ich hatte beinahe Angst. Ich bin vor Angst, ich habe gezittert. Ich bin erzittert. Vor Ehrfurcht vor diesem Cooperling in gelb mit weißen Haaren. Der Böse aus seiner Röhre starrte.
Ja, da kann man schon mal einen Streit, da kann man im Grunde genommen schon mal ein Streitgespräch für anfangen. Also würde also würd ich im Grunde genommen vermuten. Und Mario ist weiterhin einfach das verdammte Arschloch, das ist der Herrin und das Haus kaputt macht. Ohne Scheiß, da komme ich nicht drüber weg. Da komme ich nicht drüber weg, dass er einfach durch die Welt rennt und Häuser zerstört. Einfach so. Weil, im Grunde genommen, okay, Bowser hat Peach entführt, wobei man das ja zur Diskussion stellen kann, schon beinahe so oft, wie die entführt wird, die macht er mit Sicherheit freiwillig, die will dahin. Die will im Grunde genommen, will Peach zu Bowser und Mario rennt jedes Mal daher und sagt, nee, Freundchen, du bleibst hier. Ich überlege jetzt gerade, ob wir erst das hier machen oder ob wir erst das da oben drüber machen. Im Grunde genommen können wir oben drüber dann, also es gibt zwei Möglichkeiten zu dem Schloss da, zum Schloss Nummer 4 zu kommen, einmal hier unten und einmal dann da oben. Ich glaube, ich mache jetzt erst die da oben, da habe ich jetzt gerade irgendwie... Bevor ich das vergesse und so, weißt du? Und bevor Mario mich dann am Ende auch noch umbringt. Alter, der fehlt mir auch noch, der Typ, weißt du? Einfach so, der rennt durch die Gegend, weil irgendwer angeblich Peach geklaut hat. Ich meine, nachgewiesen hat da noch keiner. Vielleicht will Bowser sich die ganze Zeit retten und Mario, der alte, verdammte, keine Ahnung. Mörder, im Grunde genommen. Ja, rennt dann hinterher und will Bowser wieder umbringen. Und was er dann auf dem Weg noch macht, ist ganz nebenbei nur die Häuser der Söhne und Töchter. Beziehungsweise halt nicht Söhne und Töchter, aber wie dem auch immer. Wie dem auch immer. Freunde von mir aus von Bowser umbringen. Das ist ein sympathischer Kerl, dieser Mario, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, können wir bitte nicht. Wir können tatsächlich nicht, das ist fantastisch. Diese Geräusche, wenn Yoshi da auf die Dinger springt und das ganze Puff macht. Das ist somit das Befriedigendste, glaube ich, was ich jemals in einem Videospiel gehört habe. Danke. Überhaupt ist Yoshi sowieso eines der coolsten Power-Ups überhaupt. Weswegen natürlich auch meine Katze so heißt, weil meine Katze eindeutig natürlich ein verdammtes Power-Up ist. Klar, nicht für mich, sondern für sich selbst, wie Katzen halt so sind, aber... Der alte Pascha. Okay, da müssen wir dann halt mit klarkommen. Das ist natürlich dann jetzt ein Problem, dass ich den auch noch so genannt habe und dass er damit auch noch permanent eine verdammte Rolle in den Videos hier spielt. Die alte Fame-Hure. Fame. Fame auf dem Kanal. Versteht? Warum... Das Ding ist, irgendwann höre ich einfach auf, solche Sachen zu kommentieren. Das ist der Moment, in dem dieses Video offensichtlich den Bach runtergeht. Aber die Leute haben darauf gewartet. Also, weißt du, ich habe ja hier Ansprüche und Verpflichtungen und so weiter und so fort. Fantastisch. Gib mir meine dumme Feder. Ich könnte... Warum in aller Welt? Warum in aller verdammten Welt würde ich? Das ist jetzt die Frage, ne? Das ist... Es ist nichts passiert. Keiner hat irgendwas gesehen. Das Level ist längst zu Ende. Warte mal, wäre es nicht sinnvoller... Warte mal, erstmal gibt der mir ein Power-Up. Und wäre es nicht zweitens sinnvoller, einfach in die Röhre hier reinzugehen? Es wäre wahrscheinlich... Ich kann nicht in die Röhre rein. Ich dachte, das wäre so ein Ding, wo ich lustig hier mich selbst mitschießen kann. Stattdessen sterbe ich jetzt wieder. Alles ist schrecklich und traurig und grau. Wie zum Beispiel die Wolken im Hintergrund. Das passt ja eigentlich. Oh, in diese Röhre kann ich rein. Kann ich jetzt schießen? Jetzt komme ich zurück. Oh, super. Jetzt kommt diese Röhre, bringt mich jetzt wahrscheinlich wieder zurück zu der Röhre, wo ich gerade dachte, ich könnte mich selbst rausschießen. Und dann muss ich den Teil nochmal machen und werde wieder sterben. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht verficktastisch? Hurra. Ja, das ist tatsächlich der Fall. Nee, ist es nicht. Das war eine andere. Entschuldigung. Entschuldigung, das ist mein Platz. Den habe ich gebucht und so. Weißt du, per HRS... Gott sei Dank, weil lange währt, wird endlich gut. Was ein Ende für dieses Video. Alles lief ganz okay für meine Verhältnisse. Ganz okay. Und dann haben wir beschlossen, so, jetzt sind wir wieder kurz. Ha, Gott sei Dank haben wir das nochmal eingebaut. Es wäre auch fürchterlich, wenn das wieder erst in der letzten oder vorletzten Welt passieren würde, wie in Super Mario Bros. 3. Die Leute wären fürchterlich enttäuscht, ich weiß. Also, alles nach Plan. Meine Damen und Herren, like mal kaputt kloppen und so weiter und so fort. So wie wir Häuser kaputt kloppen und so. In den Comments, ist Mario ein verdammtes Arschloch? Ja oder ja? Vielen lieben Dank, dass du da warst und offiziell winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute, tschüss.